Freunde des gepflegten Schreibens, hier ist wieder euer Willi aus der Füllerbubble, der geilen Content ins Interwebs transportiert. Heute möchte ich der Füllerbubble Basics Frage nachgehen. Tintenfass oder doch lieber Patrone? Die Patronen kennen wir vermutlich alle aus der Schule. Die sind klein, können überall mit hingenommen werden und es ist ziemlich einfach, einen Füller zu befüllen. Aber wie sieht es mit dem Tintenfass aus? Also fest steht, das sollte man besser nirgendwo mit hinnehmen. Das ist hier in dem Fall nämlich aus echtem Glas. Gibt auch welche aus Plastik, die sind dann besser zu transportieren. Aber mal ganz ehrlich, wer nimmt schon irgendwie ein Tintenfass mit in die Uni oder in die Schule? Also hier gilt definitiv Vorbereitung. Muss zu Hause geguckt werden, wie ist der Tintenstand. Aber brauche ich denn dann auch einen Kolbenfüller, wie zum Beispiel hier den Twisby Eco, der auch seinen Weg in meine 4 Empfehlungen für Füller unter 50 Euro gefunden hat? Gleich vorweg, klare Antwort, nein. Ich habe hier einen Faber-Castell-Lum. Der nimmt ganz normal diese Patronen hier. Aber ein jeder Patronenfüller lässt sich hier mit einem sogenannten Konverter nachrüsten. So, das ist sozusagen der Kolben zum Nachrüsten. Da stecke ich wie eine Patrone ganz normal in den Füller rein. Kann ich mal zeigen, falls das hier noch scharf ist. So, das wird hier wie eine DM ins Postfach reingeslidet. So. Und dann kann ich das ganz genauso wie einen Kolbenfüller auch befüllen. Aber für wen lohnt sich denn nun so ein Tintenfass? Beginnen wir mit dem Finanziellen. Eine Packung Lamy-Patronen kostet 1,90. Da sind 5 Patronen drin, in jeder Patrone 1 Milliliter Tinte. Ein Lamy-Tintenfass mit 50 Milliliter Tinte kostet 9 Euro. Würde ich also diese 50 Milliliter Tinte durch Patronen kaufen, würde ich 19,90 bezahlen. Hier kann es sich tatsächlich schon bezahlt machen, wenn ich weiß, ich bin Vielschreiber, dass ich mir einen Tintenfass anschaffe. Natürlich muss man immer bedenken, initial müssen die Kosten für den Konverter noch mit draufgerechnet werden. Im Fall von Lamy muss man auch tatsächlich den von Lamy nehmen, denn nur dieser hat auch den Anschluss wie eine Lamy-Patrone. Die kosten aber in der Regel so 4 bis 6 Euro, sodass sich selbst das erste Tintenfass, wenn man es komplett aufgebraucht hat, im Vergleich zu den Patronen noch rechnet. Außerdem ist es einfach schön, wenn man weiß, man schreibt viel, dass man nicht ständig hier diese Plastikpatronen verbraucht. Der zweite und für mich persönlich schwerwiegendere Aspekt ist aber die große Auswahl an Tinten. Man glaubt gar nicht, wie viel verschiedene Tinten es eigentlich gibt. Wie viele Hersteller und wie viele verschiedene Farben die dann anbieten. Da kann man sich wirklich sehr schnell in der Suche nach dem perfekten Blau, dem perfekten Grün etc. verlieren. Und wie bei der Frage, wie teuer ein Füller eigentlich sein muss, macht sich auch hier wieder die Grenze auf, einfach nur schreiben oder Hobby. Wenn ich schreibe und wenn ich wirklich viel schreibe, dann kann es sich tatsächlich lohnen, ein Tintenfass anzuschaffen. Wer aber gelegentlich einfach nur einen Füller benutzt, dem würde ich das ehrlich gesagt nicht raten. Da sind doch die Tintenpatronen viel einfacher, handlicher und einfach idiotensicher. Wer aber mehr in Richtung Hobby tendiert und Spaß am Ausprobieren hat, Spaß damit hat, verschiedene Farben auszuprobieren, dem kann ich tatsächlich nur mal empfehlen, sich ein Tintenfass zu kaufen, einen Konverter dazu oder vielleicht gleich einen Twisby Eco, ist nämlich echt ein cooler Füller, und einfach mal rumzuprobieren, Spaß damit zu haben. Denn eins ist klar, das Befüllen eines Füllers vom Tintenfass ist kein Hexenwerk. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Tintenfass etwas näher bringen. Falls ihr noch Fragen habt, fragt bitte sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schreiben. Egal, ob nur mit Tintenpatrone oder aus dem Tintenfass. Hauptsache mit Füller und mit viel Liebe. Bis zum nächsten Mal, euer Witty aus der Füllerbubble.